Willkommen zu einer Folge von Kabakarriere bei. Ihr seht's noch nicht, aber wir haben einen ganz besonderen Gast. Man munkelt, er ist sehr groß, hat eine Glatze. Sehr stabil. Und sehr impulsiv. Und hat was auf dem Kasten. Einige kennen ihn auf der Seite des Spielfeldesrandes. Schreien! Vorstellen, unseren Gast. Christian Knappmann. Der Knappi hat in der Jugend gespielt für Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach, für den MSV Duisburg. Danach ging es in die Seniorenabteilung nach Turo Düsseldorf, Kickers Offenbach, TuS Koblenz, Rot-Weiß Essen, Borussia Dortmund und diversen anderen Vereinen. Da sind so viele Vereine, ich glaube, das sind... Chivo. Ja. Das sind zu viele Vereine, ja, hör jetzt einfach ich auf. Weiß, ich das ist zu viel, der war überall, der war ganz NRW. Amo, ich glaube... In ganz Deutschland. Ich glaube aber, der ist ein 31er, der hat 31 Vereine. Stimmt, ja. 31 Vereine und noch die restlichen Vereine hört ihr gleich in der Coverkabine. Von daher bleibt dran. Willkommen. Pünktlich um 18 Uhr in der Coverkabine angekommen mit Knappmann. So sieht's von innen aus. Schön, dass du da bist. Von daher steigen wir direkt ein in Kickoff. Chibo. Servus, Knappi. Servus, Jungs. Alles gut bei dir? Soweit ja. Also, wenn man die aktuelle Situation ausblendet, dann ist alles okay. Ne? Hast du Bock? Ich hab Bock, ja. Hast du Bock auf Kaba? Ich hab Bock auf Kaba. Hab mich ja auch vorher schon informiert. Also von daher, alles gut. Wird ein lustiger Talk. Das ist Amo. Die Leute machen sich Gedanken. Ich glaube, es liegt an diesen... Kickoff-Spiel. Weil die nie wissen, was passiert. Ja. Und naja, Chibo, führ uns zum Schotter. Nochmal erklären? Du kannst es gerne nochmal erklären. Also, Knappi, ne? Knappi, darf ich dich nennen? Ja, sehr gerne. Und zwar, ich habe 11 Fragen, 11 Wörter, 11 Sätze, die ich dir vor den Kopf werfe. Mhm. Ja. Und ich muss erraten, von wem? Ne, muss ich erraten, von wem, sondern überleg, was es zu diesem Wort oder zu diesem Satz oder zu der Frage in Erinnerung geblieben ist. Okay. Weil wir Fußballer vergessen eigentlich gar nichts, ne? Du weißt, wann du das schönste Tor gemacht hast, du weißt... 100%. ...mit wem du nochmal einen Trikottausch gemacht hast, also... Okay. Fangen wir mal an. Erstes Wort. Bayern München. Oh, Bayern München. Ja, da gab es eine ganz besondere Situation. Wir haben beim KFC Oerding gegen den FC Bayern gespielt. Testspiel zur Rettung des Vereins. War ein schöner Nachmittag. Leider habe ich den Elfmeter verschossen gegen den alten Opa, Bernd Dreher. Das ist meine Erinnerung zu Bayern München. Die Mannschaft war cool, ne? Gegen die gespielt hat. Also waren Pizarro, Makai, Gizarazu. Ja, genau. Waren schon ein paar Spieler dabei. Ja. Und jetzt willst du darauf anspielen, mit wem ich da im Clinch war? Ja. Warte doch, da gibt's noch einen. Jens Jeremies. Jens Jeremies, Demichelis war mit dabei. Ja. Und Valeria Ismael. Genau. Aber nicht Jens Jeremies, ne? Jens Jeremies nicht. Ja. Und ja, aber mit Demichelis und Ismael hatte ich dann einen freundschaftlichen Austausch in dem Spiel. Ja. Die Höhe passt, ne? Die Höhe passt, ja. Schwarzes Gold. Oh, schwarzes Gold. Habt ihr mich heute auch mit eingedeckt. Ja, Cola Light begleitet mich seit 20 Jahren ungefähr. Ja, ich trinke ausschließlich Cola Light. Ab und zu mal ein Red Bull Zero, ohne jetzt Werbung zu machen, aber ja, also alle, die mich kennen, alle, mit denen ich zusammengespielt habe, sprechen mich immer noch darauf an, weil das ja auch das Getränk war, was dann alle Betreuer und Physiotherapeuten im Spiel dann irgendwie heimlich am Trainer vorbei in die Getränkepullen füllen musste. Man muss den Zuschauern auch sagen, dass du in der Halbzeitpause, jeder normale Sportler, Fußballer trinkt in der Halbzeit Wasser. Genau, und ich hatte dann Cola Light, ja. In der Halbzeit? In der Halbzeit, ja. Kranke Scheiße. Ja, und auch in den Getränkeflaschen, die aufs Spielfeld geworfen wurden. Nein. Ja, tatsächlich. Und das gab natürlich halt immer ein bisschen Ärger. Aber war da mal was anderes drin? Nee. Alkohol, ne? Nee, Alkohol trinke ich gar nicht. Ja. Immer noch nicht. Habe ich mir irgendwann mal vorgenommen. Soll auch so bleiben. Barfuß. Ja, ist ganz witzig, weil barfuß bin ich eigentlich immer unterwegs, heute nicht. Aber Badelatschen und Barfuß, so kennt mich eigentlich Gott und die Welt. Ich bring dich mal ein bisschen auf den Punkt. Herne Stadion? Ja. Ach so, beim Training? Ja, genau, erzähl mal. Ja, also Westfalen ist so meine Heimat geworden und ich bin glaube ich ein unkonventioneller Typ. Da kann es dann schon mal sein, dass ich
barfuß während des Trainings auf dem Platz bin und coache. Ja. Also mir sagte man, ja, dass deine Stürmer trainiert haben. Ja. Und ich weiß nicht, welcher Spieler das war, die Flanken gebracht hat. Dann hast du zum Spieler gesagt, Junge, weißt du was, ich zeig dir mal, wie das geht. Genau. Und dann haben die Jungs die Bälle geflankt und du barfuß hast wirklich von 10 Bälle 10 schön in den Giebel reingehauen. Ja, wir haben ja das ein oder andere Mal, gibt es ja bei uns nochmal so einen Contest nach dem Training, wenn es um irgendwas geht, keine Ahnung, Klamotten wegräumen, Kabine aufräumen. Ja, und dann haben halt der ein oder andere viel Mut. Und damit es dann auch ein bisschen Chancengleichheit gibt, habe ich dann angeboten, barfuß zu vollstrecken. Ja, hat dann trotzdem zum Sieg gereicht. Freundschaftsspiel, ja. Frohnlinde. Und was erinnerst du dich da? Robin Klaas, fällt dir da was ein? Nicht wirklich. Robin Klaas, ja. Also das Spiel, ihr habt ein Freundschaftsspiel mit Herne, ja. Gegen Frohnlinde. Ja. Schlechtes Spiel von deinen Jungs. Ja. Und einer war halt vielleicht ein bisschen einen Tick schlechter, war nicht gut drauf. Und dann habe ich seinen Vertrag aufgelöst? Mitten im Spiel. Ja klar, aber das ist jetzt nicht so was Besonderes. Also das, das kommt tatsächlich öfters vor, dass mich die Emotionen packen. Und dann hat der ein oder andere Spieler sicherlich schon mal eine Vertragsauflösung angeboten bekommen. Während des Spiels? Während des Spiels, ja. Das ist aber nicht so ungewöhnlich bei mir. Zu den anderen Fragen komme ich ja noch. Ja. Aber in dem Spiel ist eine Sache geil. Ja, Robin Klaas. Mhm. Robin, Vertrag wird aufgelöst. Ja. Kurz vor der Halbzeit. Ja. Wer macht das Tor? 1-0. Robin Klaas? Richtig. Da hast du geschrien. Ja. Robin, doch keine Vertragsauflösung. Wie sagt man, Fußball ist schnelllebig. Ja, also ich glaube, das spiegelt ja auch wieder, wie ich als Trainer auch ticke, emotional und lebe so beide Pole aus. Positiv und negativ, weil manchmal schieße ich natürlich über das Ziel hinaus, das macht man natürlich nicht, aber am Ende des Tages bin das halt ich und so werde ich mich auch immer geben, also ich werde mich da nicht groß verändern. Herne gegen Halter. Ja, auch Robin Klaas? Nein, nicht Robin Klaas. Was fällt dir da ein? 4-4? Ja? Ja. Sag mal ein bisschen dazu, ja. Ja, das war ja, da muss man ehrlich sagen, das war natürlich ein Spiel, wo alles vorgekommen ist, deswegen kann jetzt richtig viel passieren. Erzähl, hau raus. Ja, also am Ende, wir machen glaube ich in der 94. das 4-4. Torschütze, Bilal Abdallah. Stimmt, weiter. Ja. Alle rennen zum Zaun, zu den Fans und jubeln und ich laufe zum Schiri und bepöbel ihn, dass er endlich abpfeift, weil wir 1-4 zurückgelegen haben. Und wir waren dann mit dem 4-4 auch sehr zufrieden, deswegen wollte ich, dass direkt Schluss ist. Ich war irgendwo am Mittelkreis und mir fällt mein Handy aus der Tasche. Das ist bestimmt die Story, ne? Genau. Ich habe es dann erst bemerkt, dass mein Handy weg war, nachdem ich wieder auf der Trainerbank war und das Spiel schon wieder begonnen hatte. Und in dem Moment habe ich gesehen, wie Nils Eisen beim Warmmachen hinten hinterm anderen Tor mein Handy in den gegnerischen Fanblock wirft. Ja, und dann war natürlich, dann war Krieg auf dem Platz. Yeah. So, und das hat das Ganze halt nochmal abgerundet nachher. Aber am Ende des Tages. Es ist nur Fußball. Ja, nicht nur Fußball, aber klar, hätte ich sicherlich an Nils Eisens Stelle auch gemacht. Hätte mich vielleicht ein bisschen cleverer angestellt und hätte es nicht so offensichtlich gemacht. So dass meine Jungs das mitbekommen haben. Okay, nächstes Wort ist No Sleep. Ich weiß nicht, wirst du ja sicherlich auch wieder von einem meiner Spieler haben. Ich bin relativ viel mit Fußball beschäftigt, auch nachts. Wenn der übliche Trainer oder der übliche Mensch halt schläft. Und dann kann es halt auch vorkommen, dass die Jungs irgendwann um 3 oder 4 WhatsApp-Nachrichten bekommen, wie wir morgen spielen. Oder mal angerufen werden. Oder mal angerufen werden, klar. Aber nicht zur Kontrolle, sondern einfach, weil ich ja einen Pfeil im Kopf habe. Also. Kontrolle, weißt du noch einmal mit GPS über die Jungen sollten laufen, Vorbereitung, da hast du den Fakt mir verraten. Ja, es ist jetzt, also jetzt kann ich drüber lachen. Ja. Damals hat mich das schon geärgert. Ja, geärgert hat es mich tatsächlich und es hat mich auch getroffen, weil ich Fakt mir irgendwie immer als Ziehsohn auch gesehen habe.
weil er unter meiner Leitung, oder Fatmi und ich haben halt extrem gut zusammen funktioniert. Fatmi hatte mit seine beste Zeit bei uns in Herren. Hat uns auch, oder hat großen Anteil am Wiederaufstieg in die Oberliga. Und dann war es dann irgendwann so, dass wir Winterpause hatten und alle Spieler waren halt dazu verpflichtet, Läufe zu machen. Und der ist in den Urlaub geflogen. Fatmir ist berechtigterweise nach Thailand in Urlaub geflogen und hat dann einen Lauf GPS getrackt aus Leverkusen geschickt. Es gibt eine Stadt in Thailand. Ja, die heißt Leverkusen. Achso, okay. Damit wäre das auch geklärt. Gehen wir aufs nächste Wort. Genau. Federn in Kissen. Das ist echt ein Tick von mir. Hab mich auch mein ganzes Leben, da sind keine Federn drin, habe ich gerade schon kontrolliert. Aber zur Beruhigung, ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die machen immer den Kugelschreiber klack, 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 klack. Ja, ja. Und ich, keine Ahnung, da habe ich auch einen Hau weg. Um mich zu beruhigen, brauche ich halt Federn im Kissen und knack die, keine Ahnung, aber das kann auch von jedem sein, weil ich halt auf jeder meiner Stationen, im Mannschaftsbus hatte ich auch immer ein Federkissen mit. Das nächste Wort, nimm es nicht böse, ja, aber es muss mal gesagt werden. Ja. Assi. Warum soll ich dir das böse nehmen? Ja, so, weil du bist älter als ich. Ja. Ich kenn's von meiner Kultur, also. Ja, aber am Ende des Tages ist es ja so, dass, oder der Begriff Assi wird ja immer wieder im Zusammenhang mit meiner Person genannt. Und für viele bin ich auch ein Assi. Dazu will ich gleich aber noch was sagen. Ja, alles gut. Aber es ist halt tatsächlich so, dass ich für dieses Image selbst gesorgt habe. Ich weiß, dass ich kein Assi bin. Natürlich bin ich extrem impulsiv an der Seitenlinie und werde auch sicherlich das ein oder andere Mal oder verlasse die gute Kinderstube. Und nochmal, deswegen mache ich keinen Vorwurf, der mich als Assi einstuft, weil das ist das Bild, was die meisten von mir haben, wenn sie oberflächlich auf mich schauen oder mich oberflächlich betrachten. So ist der Fußball halt. Es ist schade. Also ich habe dich auch als Zuschauer von draußen, ja, habe ich immer da rumschreien gesehen. Ich finde es aber nicht schlimm. Aber manchmal hast du übertrieben in der Hinsicht. Klar. Aber wo ich mit dir telefoniert habe, der erste Kontakt mit dir am Sprechen, ganz ehrlich, da hat das Bild, also mein Bild, innerhalb von 2-3 Minuten gekippt. Dann haben wir gesprochen über das Interview, du warst Feuer und Flamme, hattest Bock. Was uns wirklich ehrt und dass du hier bist. Ja, mich ehrt ja auch hier sein zu dürfen. Und du warst wirklich, also ich musste mit dir nicht viel diskutieren, gar nicht. Du bist ein Fußballer von der alten Schule und mein Gott, wenn es nicht gewinnt. Und die Leute kommen hier ins Stadion wegen sowas. Man muss das ja auch sehr sagen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist das natürlich auch für viele immer wieder, sag ich mal, Entertainment. Ja. Ne? Viele kommen dann extra, wir wollen mal den Knappmann sehen. Das war ja dann auch in der Westfalenliga oft so. Jetzt gucken wir uns das mal an, was der da wieder anhört. Ja, aber die Leute denken einfach, die gucken den Knappmann, der da rumschreit. Aber genau, ganz ehrlich, ich habe mit so vielen Jungs telefoniert, von so vielen Freunden von dir, Spieler aus Aalen, aus alter Zeit, alles. Die erzählen mir was ganz anderes. Auf dem Platz bist du halt dieser, Entschuldigung, Assi, Knappmann, aber du bist am Fußball, du guckst jetzt 20 Videos von deinem Gegner an. Du guckst, recherchierst, guckst dir, was die Stärken, was die Schwächen der Gegner sind. Du bist wirklich akribisch bei der Arbeit und du machst deine Arbeit wirklich sehr, sehr gut. Vielen Dank. Also das haben mir alle erzählt und die sagen, der schreit da nicht nur rum, der hat wirklich Hand und Fuß alles, was er macht. Du gehst in der Kabine, du planst alles, du planst dein Training, du bist, ich höre einfach auf, also wirklich, man muss es wirklich dir sagen, also was man draußen sieht, das ist der Knappmann vielleicht auf dem Platz, ne? Aber menschlich muss man sagen, Topmann. Freut mich, dass dieses Feedback kommt. Ist natürlich am Ende des Tages trotzdem so, dass man dafür abgestempelt wird. Da, ja, aber auch das auch zu Recht, weil nochmal, das ist das Bild, was ich halt vielen Menschen mitgebe von mir. Und deswegen ist natürlich auch die ein oder andere Offerte, die es gab, ne, aus höherklassigen Ligen, ist daran auch gescheitert, kann man ganz offen sagen, weil die Vereine halt dann auch nicht den Mut haben. So ein Typ halt. Ja, so ein Charakter dann, oder sag ich mal, oberflächlich betrachtet, so ein Charakter in eine Führungsposition. Die wollen dann so einen Charakter nicht in der Führungsposition haben. Weil die Schiss haben, also wir reden über Klartext. Nee, nicht weil die Schiss haben, sondern weil das einfach nicht zu deren Vorstellung eines Trainers passt. Und das respektiere ich. Ja.
weil das sind halt deren Maßstäbe, deren Parameter, die ich nicht erfülle. Und es liegt ja an mir, das zu ändern. Also wenn ich dann mit diesen Menschen zusammenarbeiten möchte. Ich sag mal so, du hast dich schon geändert. Du warst früher. Ja, ich war ja. Ja. Ein Vulkan, also du bist jetzt ein kleiner Vulkan, sag ich. Jetzt bin ich ein kleiner Vulkan, genau. Ja. Ein bisschen ausgetrocknet. und trotzdem ist es ja so, dass viele dann sagen, ah, den Knappmann können wir nicht holen, ach, der macht uns Unruhe. Manchmal. Der spuckt manchmal, genau. Ja. Oh ja, in Iserlohn. Eine Frage. Ja. Amo, der hatte einfach eine Anzeige, während wie viel seine Mannschaft spielt. Er war Trainer, nicht Spieler. einfach eine Anzeige während des Spiels. Ja, Polizei kam. Mitten im Spiel. Ich bin gespannt auf die Geschichte. Wir haben in Iserlohn gespielt. Östlich Iserlohn. Östlich Iserlohn. Oder FC Iserlohn. Ja, okay. War ja ziemlich zu Saisonbeginn. Es hat extrem viel geregnet und es war ja klar, dass das war die Aufstiegssaison und es war klar, dass Iserlohn uns irgendwie beschäftigen will und uns das Leben an dem Tag nicht nur auf dem Platz, sondern auch drumherum so schwer wie möglich machen will. Und ich kam an und bei der Platzbegehung, 16er abgesperrt, Teile beim Warmmachen abgesperrt, dann habe ich meinen Jungs gesagt, das bauen wir alles ab. Dann haben wir das abgebaut und dann kam der Platzwart vom FC Iserlohn. Dem muss ich dann ja auf meine besondere Art und Weise sagen, was ich von seiner Arbeitsweise halte. Und der hat dann Anzeige erstattet und dann, keine Ahnung, irgendwann in der 60. Minute ist die Polizei eingetrudelt. Wir haben dann zu dem Zeitpunkt schon 4-0 geführt, deswegen war das nicht ganz so schlimm, dass ich dann irgendwann in der 60. Minute von der Polizei kurz verhört wurde. An der Seitenlinie. An der Seitenlinie? Mit dem Spiel. Weißt du? Das Geile daran, Amo, das Geile daran, der wird von der Polizei, ne, aufgenommen und dann schreit sein Kapitän von draußen, ey Knappi, konzentrier dich mal aufs Spiel. Ja, war der Kapitän zu sagen? Lumi, fang mit das Koko. Okay. Ja. Darf ich sagen, was du zurückgeantwortet hast? Du sagst, halt die Fresse, gib Gas. Ja, das ist halt so typisch Herne gewesen und ja, das hat ja auch die Beziehung zwischen uns damals in der Aufstiegssaison ausgemacht. Ja, war eine schöne Zeit. Geil. Ja. Hättest du das gemacht, wenn ihr 4-0 zurückliegen würdet? Hätte ich was gemacht? Mit der Polizei gesprochen? Ja, war halt schon. Die Frage ist, was hättest du mit der Polizei angestellt? Ja, dann wäre es natürlich eskalierter. Dann wäre die Hundertschaft da. Dann wäre die Hundertschaft gekommen und dann wäre ich sicherlich auch noch abgeführt worden. Knappi, du bist ja Trainer. Ja. Und Trainer haben ja eine ganz besondere Aufgabe. Ja. Die müssen Sonntag für Sonntag, Woche für Woche die beste Elf zusammenstellen. Ja. Wir vom Cover-Team haben uns überlegt, da du ja lang genug Trainer bist, als auch Spieler warst, schaffst du eine Aufstellung mit all den Leuten, mit denen du zusammengespielt hast und kennst deine beste Elf innerhalb von 60 Sekunden. Von daher. Die ich trainiert habe und mit denen ich zusammengespielt habe? Yes. Genau. Such dir die Besten aus. Wir haben eine Stoppuhr. Ja. 60 Sekunden hast du Zeit, deine beste Elf, mit denen die du trainiert hast und zusammengespielt hast, jetzt gleich innerhalb von 60 Sekunden aufzustellen, in der Formation, die du denkst, wird dich zum Sieg führen. Und ich hoffe, dass irgendwann, wenn wir tatsächlich alle das bestanden haben, wir mit dieser Elf rausgehen können und gegen eine andere Elf spielen können. Das ja, 60 Sekunden wird schwer. Weil wir machen 60 Sekunden, okay. Ja, 60 weil ich Sekunden. Sicherlich den einen oder anderen dann ist nicht schlimm, 60 Sekunden. Überspringe. Ja, aber kriegen wir hin. Okay. Muss ich irgendwas erklären zu den Spielern oder einfach nur raushauen? Nein, erstmal raushauen, dann kannst du was erklären. Okay. Alles klar. Bin sehr gespannt. Du kannst auch Tor malen, ne? Und als Trainer kannst du dich aussuchen. Trainer? Ich muss aufschreiben oder du schreibst mit? Nein, du schreibst alles auf. Achso, okay. Ich muss jetzt gar nicht sagen. Ich schreibe. Genau, ich schreib's. Okay, und du kannst dich entweder als Trainer oder vorne in der Box. Okay? Ja, oder drauf? Kann ich mich noch zweimal nehmen? Nee, geht nicht. Du kannst auch zweimal nehmen. Okay? Nein, geht nicht. Ich bin gespannt. Okay, warte. Ready? Aber ich muss nicht ausschreiben. Ich kann einfach ganz schnell so, dass ich.
Ja, 60 Sekunden hast du Zeit. Warte, ready, set, go. Lass mal, ich gebe dir. Alles klar, Leute. Damals die Platz zu Uerdingen, ne? Nochmal 43 Sekunden, fertig. Okay. Richtig gut. Dreh mal um. In die Kamera. Das ist die Elf von Knappmann. Die muss ich jetzt sicherlich auch noch vorstellen, oder? Ja. Und das war eine Folge von Kaba Karriere bei. Schaltet ein nächste Woche das komplette Interview. Wenn ihr wissen wollt, was es mit dieser besonderen Elf auf sich hat, schaltet ein 18 Uhr jeden Sonntag. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Tschüss.